Ja, hallo Thomas, vielen Dank, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag Erfolgreich über Europa kommunizieren, Fiktion oder Wirklichkeit. Wir werden jetzt einen kleinen Vortrag von Thomas Wobben hören und danach im Anschluss wird es noch drei, vier Fragen geben. Genau, und hiermit hast du auch schon das Wort. Ja, Leon, vielen Dank für die Anfrage. Das mache ich wirklich gerne, über das Thema zu sprechen. Es ist ja auch sehr aktuell. Wir haben die Wahlen zum Europäischen Parlament in der nächsten Woche. Europa ist in aller Munde, manchmal nicht nur positiv, sondern oft auch negativ. Und als Direktor im Ausschuss der Region habe ich natürlich mit dem Thema besonders zu tun. Arbeite in dem Bereich sehr aktiv und wir stehen natürlich auch mit unseren lokalen und regionalen Mitgliedern sehr im Kontakt. Also insofern freue ich mich auch, dass ihr als Studenteninitiative euch mit diesen Themen beschäftigt, weil es ja letztendlich auch um eure Zukunft geht und Europa sehr oft auch gesehen wird als ein Auslaufmodell. Vielleicht kann ich am Ende des Vortrages auch so ein bisschen Begeisterung rüberbringen über dieses Thema. Ich würde vorschlagen, ich mache mal einen kurzen Vortrag über so ein paar Punkte zu diesem Thema. Ich muss dazu sagen, dass ich das aus dem Blickwinkel der Städte und Regionen mache. Es gibt natürlich auch ganz andere Blickwinkel, aber wie gesagt, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und vielleicht kann ich damit auch so ein paar Denkprozesse bei euch auslösen. Ich würde mich auf folgende Bereiche konzentrieren. Ich würde auf einmal eben uns mal kurz vorstellen als Ausschuss der Regionen, dann so ein bisschen darüber beschreiben, wie die Sicht wie das Bild von Europa aus Sicht der Bürger ist. Dann so ein paar Beispiele geben, wie Kommunikation durchführen sollen und was das auch für die Europawahl und darüber hinaus bedeutet. Wer sind wir und welchen Blickwinkel haben wir auf die Sache? Der Europäische Ausschuss der Regionen ist ein beratender Ausschuss der Europäischen Union. Dort arbeite ich, bin dort einer der Direktoren. Dieser Ausschuss ist mit dem Vertrag von Maastricht gegründet worden. Ziel dieses Ausschusses ist es, vor allem lokale und regionale Belange in die Gesetzgebung auf europäischer Ebene einzubringen. Er ist auch sehr stark von deutschen Ländern 1993 propagiert worden, weil natürlich der Vertrag von Maastricht auch der Vertrag ist, in dem der Euro praktisch geboren wurde. Und die Länder natürlich erkannt haben, dass mit der Einführung des Euros natürlich auch weitere Kompetenzen nach Brüssel übertragen werden. Und die deutschen Länder, die belgischen Regionen und andere haben eben gesagt, dann brauchen die Länder auch auf europäischer Ebene ein Vertretungsorgan, das ihre Interessen auch in diesen Bereich einbringt. Wir haben unsere erste Sitzung 1994 gehabt, sind also in diesem Jahr 25 Jahre geworden. Wir funktionieren wie ein Parlament. Das heißt, wir haben sechs Plenartagungen im Jahr. Wir haben verschiedene Fachkommissionen, in denen Politiken Berichte entstehen, die verabschiedet werden. Wir haben 28 Delegationen, noch 28. Mit dem Brexit werden wir nur noch 27 sein. Und wir haben fünf politische Fraktionen. Im Ausschuss der Regionen sind 350 Mitglieder vertreten, die alle entweder ein Wahlmandat haben oder einer gewählten Volksvertretung rechenschaftspflichtig sind. Aus Deutschland werden 24 Mitglieder entsandt, 21 davon von den Bundesländern und drei von den kommunalen Spitzenverbänden. Das sind also dann Landräte, Bürgermeister, Staatssekretäre, Minister aus den verschiedenen Bundesländern, die nach parteipolitischen Struktur geordnet sind. Wir haben fünf Fraktionen und auch ein paar nicht an Parteien gebundene Vertreter, die den Ausschuss ausmachen. Er ist also ein politisches Organ und wir müssen gehört werden als Institution, wenn die EU neue Gesetzgebungsvorschläge machen. Und wir dürfen uns auch mit allen EU-Themen, die uns wichtig sind, beschäftigen. Insofern ist der Ausschuss der Region ein beratender Organ für nicht nur die Kommission, sondern auch für das Parlament und auch für den Europäischen Rat.
Ich möchte vielleicht jetzt kurz darauf eingehen, aus welcher Sichtweise wir auch beurteilen die ganze Frage, wie ist die Kommunikation mit dem Bürger, und vielleicht anfangen, vielleicht einen kurzen Ausritt machen auf die Frage, wie wird das Bild der Bürger, wie ist das Bild der Bürger von Europa? Und ich habe hier einfach mal nur ein paar Bezüge hergestellt von Diskussionen, die wir auf europäischer Ebene derzeit führen. Professor Krisi hat auf einer Sitzung des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz letzte Woche folgende Folie gemacht und hat gesagt, es gibt eine demokratische Unzufriedenheit mit des Bürgers mit der Europäischen Union und im Prinzip aus zwei Gründen. Auf der einen Seite wird gesehen eine mangelnde Reaktionsfähigkeit der Beteiligten auf europäischer Ebene auf die Anforderungen der Bürger, also insbesondere auch Forderungen der Wähler und das Versäumnis der Mainstream-Parteien, diese zu vertreten. Und dann ist natürlich sehr oft auch so, dass Europa für viele Bürger sehr weit weg ist, sehr kompliziert ist und im Prinzip gesagt wird, ja, Europa ist gut, solange es mir nützt. Und gerade in Wirtschaftskrisen wird natürlich diese Performance in Frage gestellt. Und politische Krisen, die wir ja durchaus in der Vergangenheit gehabt haben, haben immer auch dazu geführt, dass Europa so als Sündenbock gesehen wurde, als jemand, der eingreift in nationale Prozesse, obwohl sehr oft auch innerstaatliche Korruption oder auch Skandale eigentlich Auslöser waren. Das heißt, es ist durchaus so, dass diese so eine latente Unwohlsein mit der Europäischen Union gibt. Und trotzdem muss man sehen, dass sich die Grundeinstellung zur Europäischen Union eigentlich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat. Also hier zum Beispiel gesehen an der grünen Linie und an der gelben Linie, in der ziemlich deutlich wird, dass doch eine große Mehrheit sagt, die Europäische Union und die Mitgliedschaft dort ist a good thing oder zumindest neutral. Und nur 11% davon die Europäische Union eher als bad thing definieren. Wobei, wenn man das dann auf die einzelnen Mitgliedstaaten runterbricht, hier durchaus unterschiedliche Meinungen herrschen. Und wir haben natürlich gerade auch, wenn man an die rechte Seite dieser Tabelle sieht, mit Tschechien, Italien, Kroatien, Griechenland, natürlich auch viele Länder, die entweder starke Krisen durchlitten haben oder auch, wo starke populistische Strömungen herrschen, sodass man eigentlich nicht sagen kann, es gibt ein einheitlich positives Bild, aber man muss durchaus sagen, dass das Bild Europas, die Mitgliedschaft in der EU, doch positiver gesehen wird als in der Vergangenheit. Trotzdem kann man auch klar sehen, dass die populistischen Parteien oder die irgendwie oder stark die EU ablehnen, ansteigen. Hier in diesen zwei Graphen, die eben deutlich machen, dass das durchaus bis zu 25% sein können. Und das ist natürlich für einen europäischen Integrationsprozess durchaus ein Problem. Und wenn man sich die Verteilung ansieht, das ist jetzt die Karte auf der rechten Seite, dann sieht man auch, dass das sich sehr unterschiedlich aufstellt. Da gibt es natürlich auch immer das Problem der Definition, was ist eine europakritische Partei, insofern muss man da auch mit Vorsicht dran sehen, aber wir sehen in Deutschland durchaus ein Ost-West-Gefälle, aber wir sehen eben halt auch in vielen Ländern, auch Gründungsländern der EU, starke europakritische Tendenzen wie in Frankreich, wie in Norditalien, in Tschechien auch, also in neuen Ländern, sodass man wirklich sagen kann, dass die Tendenz populistischer, europakritischer Parteien im Vormarsch ist und es hier auch eine gewisse interessante Verteilung zwischen Ost-West und Nord-Süd durchaus gibt. Wie reagiert nun die EU auf diese Herausforderungen?
Und ich möchte das an zwei Beispielen vielleicht mal deutlich machen, um zu sehen, wie Kommunikation läuft und wie man sie auch eigentlich noch besser machen kann. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Website, die das Parlament gerade aufgerufen hat, die heißt Was macht Europa für mich? Unten habe ich den Link dargestellt. Das ist zum Beispiel eine Initiative des Europäischen Parlaments, in der in einer Datenbank praktisch für jeden Bürger sichtlich ist, was von europäischen Geldern in bestimmten Regionen passiert ist, was mit den Geldern in bestimmten Politikfeldern passiert ist und wie auch auf bestimmte Bedürfnislagen von Menschen reagiert wird. Also in meiner Region, in meinem Leben, im Fokus sind diese drei Themen, diese Beziehungspunkte, die hier gemacht worden sind. Ich möchte vielleicht nur jetzt auf den regionalen Ansatz eingehen. Diese Datenbank, die Kommission, die das Parlament freigeschaltet hat, die sagt eben, was macht Europa in meiner Region? Ich habe es hier dann mal so ein bisschen runtergebrochen. Also wenn man auf Deutschland klickt, kommt man auf die Bundesländer. Wenn man dann auf die Bundesländer klickt, kommt man auf die Landkreise. Eure Studium ist ja in Bamberg, also eure Universität. Hier dann zum Beispiel die Seite, die dann für Bamberg aufkommt. Und dann kann man eben sehen, dass Gelder in die Landesgartenschau 2012 geflossen sind, dass andere Projekte gemacht worden sind und so weiter. Das ist also, wenn man sich überlegt, wie viel. Sehe ich hier. Bitte? Vor allem das Bierprojekt wird hier unterstützt, sehe ich hier. Ja. Und. Was dahinter steht, ist natürlich die Idee, jedem Bürger und jedem Politiker auch vor Ort zu zeigen, da steckt EU-Geld drin, da sind EU-Politiken am Start. Und von der Idee her ist das natürlich durchaus logisch. Das Problem dabei besteht nur, dass das von oben nach unten kommuniziert wird, ohne dass die untere Ebene, der Landrat, zum Beispiel davon überhaupt Bescheid wusste. Das heißt, die Information liegt vor, aber der Landrat, der zum Beispiel ja für den Landkreis eine zentrale Funktion hat und den jeder vor Ort kennt, der ist bei der Auswahl der Projekte, bei dem, was dort niedergeschrieben worden ist, nicht beteiligt worden. Das heißt, sehr oft passiert Kommunikation in dem Sinne, dass man zwar die Rohinformationen darstellt, aber nur in der Form, wie Europa sie haben möchte, ohne die Akteure vor Ort einzubinden, dass sie sich das zu eigen machen und selber sagen, okay, das, was da steht, das habe ich mitentwickelt, das sind auch die wichtigsten Projekte. Vielleicht sagt der Langrat hier, ich hätte jetzt nicht das Bierprojekt genommen, ich hätte vielleicht die Umgehungsstraße genommen oder das Kita-Projekt. Und das sehen wir sehr oft in den Kommunikationsinitiativen der europäischen Institutionen, dass sie praktisch informieren, ohne sich über die Messenger Gedanken zu machen und aus Furcht, dass dann irgendwelche Informationen herangetragen werden, die nicht genehm sind, dass man dann eben praktisch nur sein eigenes Produkt in die Welt bläst, vor Ort darstellt. Und jetzt wundert sich die Kommission oder auch das Parlament, dass es durchaus Kritik dazu kommt, ne? Dass dann eben verschiedene Akteure sagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das und das gemacht. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo wir klar sehen, es ist eine gute Idee, aber die Umsetzung ist durchaus fragwürdig, weil eben die Akteure vor Ort nicht beteiligt sind und weil man eben die Akteure vor Ort nicht als Teil des Systems sieht, sondern als Akteure, die man nur von außen betrachten muss. Ein anderes Beispiel ist die Kommunikation über den EU-Haushalt. Hier habe ich jetzt kein direktes Produkt, was ich mir angucke, sondern ich habe einfach mal aus aktuellen Studien ein paar Informationen zusammengestellt. Die Bertelsmann-Stiftung hat letzte Woche eine Studie veröffentlicht, in der sie die Wohlstandsgewinne der Regionen aus dem Binnenmarkt dargestellt hat. Also je blauer die Region ist, umso mehr profitiert sie
hat sie einen Wohlstandsgewinn durch den Binnenmarkt, dadurch, dass mehr Handel geflossen ist, dadurch, dass, wie gesagt, mehr mit Exporten verdient worden ist und so weiter. Und wenn man ja sich genau anguckt, wo diese Regionen liegen, dann sind es vor allem in Holland, in Belgien, in Deutschland, in Österreich und natürlich auch in Gebieten, die sehr grenznah zwischen Ost und West liegen. Wenn man jetzt diese Information im Hinterkopf hat und sich dann zum Beispiel die Diskussion anguckt, wer zahlt denn für die EU, dann wird die Diskussion sehr oft so verkürzt, dass man gesagt hat, Deutschland zahlt zu viel Geld ein, Deutschland hat einen hohen Nettobeitrag. Was dann aber oft vergessen wird, dass dieser Beitrag auch immer im Kontext dieses Binnenmarktes gesehen werden muss. Und ich habe hier mal zwei Linien zusammengebracht. Auf der die rote Linie bringt, oder die fangen wir mit der blauen an. Die blaue Linie zeigt, wie viel Beiträge die einzelnen Länder zur EU zahlen. Und da hat man dann eben die Skala ist die auf der rechten Seite. Man hat halt Polen, das im jedem Jahr ungefähr 10 Milliarden mehr bekommt, als es zahlen muss. Und Deutschland ungefähr 13 Milliarden weniger bekommt, als es zahlt. Also die blaue Linie, wo die gibt an praktisch den Beitrag der einzelnen Länder zum EU-Haushalt. Und bei Luxemburg, bei Luxemburg dreht sich das Verhältnis um. Alle Länder, die vor Luxemburg liegen, kriegen mehr Geld aus der EU, als sie einzahlen. Und alle, die rechts von Luxemburg sehen, zahlen mehr ein, als sie bekommen. Und die rote Linie macht die Benefits aus dem Binnenmarkt dar. Und da ist die Skala auf der anderen Seite. Und die Skala ist ungefähr 1 zu 10. Also dort ist abgezeichnet, welches Land aus dem Binnenmarkt die meisten Benefits erhält. Und man kann ganz klar sehen, der am meisten aus dem Binnenmarkt profitiert, Deutschland mit fast 120 Milliarden im Jahr, ist auch der größte Zahler. Insofern gibt es auch eine Balance zwischen Zahler und Nutzer. Und wir haben natürlich mit dem Brexit im Moment ein wirklich interessanter Aspekt. Großbritannien ist einer der größten Nutznießer des Binnenmarkts. Und ihnen wird so langsam gewahr, was passiert, wenn sie aus diesem Binnenmarkt ausscheiden. Obwohl in der öffentlichen Debatte in den letzten Jahren eigentlich immer nur die Frage, wie viel kostet Europa, im Mittelpunkt stand. Und auch hier ist es wichtig, den Kontext herzustellen. Und das ist wichtig, auch wenn man wirklich seriös über Europa kommunizieren möchte. Für uns ist immer wichtig, wer soll kommunizieren. Und hier sind für uns aus regionaler Sicht vor allem auch die Frage, wem vertrauen die Bürger am meisten? Wer kann Europa am besten erklären? Und hier habe ich mal eine Befragung die es im Rahmen des Eurobarometers gegeben hat. Und hier kann man ganz klar sehen, hier sind verschiedene Farben angegeben, wer kann am besten Europa erklären. Im Osten sind das vor allem die MDEPs, die Europaabgeordneten. In vielen Ländern, insbesondere Deutschland, Benelux, Frankreich, Portugal, sind es vor allem die lokalen und regionalen Ebenen, die Bürgermeister. Wenn die werden ganz klar als diejenigen gesagt, die am nächsten am Bürger sind und die diese Projekte, die Bezüge zu Europa auch erklären können, weil sie auch in der Regel eben mit diesen Mitteln, mit den Programmen, mit den Akteuren zusammenstehen. Und das teilt sich auch wieder, wenn man sagt, wem vertrauen Bürgermeister am meisten. Vielleicht davor noch kurz hier die unterschiedliche Bewertung in den einzelnen deutschen Bundesländern. Und man kann noch deutlich sehen, dass das sich durchaus auch unterscheidet. Das hängt natürlich auch an Individuen. Es gibt in einigen Bundesländern ganz charismatische Europaabgeordnete, die natürlich dann viel stärkere Rolle spielen als in anderen Regionen. Aber durch die Bank kann man sagen, es ist vor allem die lokale und regionale Ebene. Das wird auch bestätigt in einem der letzten Eurobarometer.
wo eben gesagt wird, wem vertrauen die Bürger am meisten? Das sind dann vor allem auch die lokale und regionale Ebene. Und daraus schließen wir eben auch einige Schlüsse. Und der eine Schluss ist, dass die Europäische Union ein Mehrebenensystem ist und Kommunikation ist Aufgabe aller Ebenen und nicht nur einer. Bisher folgt die Kommunikation über Europa mehr als getrennte Aufgabe von EU, nationaler sowie lokaler und regionaler Ebene. Und das ist ein großes Problem in diesem Feld, weil die Akteure bisher nur sehr begrenzt bereit sind, ich sag mal, Kommunikation zu teilen und es als gemeinsame Aufgabe zu sehen. Es wird sehr oft top-down argumentiert, indem auch in der Regel sehr oft nur vor den Europawahlen wirklich dieses Bemühen gemacht wird. Wir haben im Moment eine sehr starke Orientierung auf Bürgerdialoge. Jeder möchte mit dem Bürger reden, aber wir sehen auch, dass diese direkte Beteiligung der Bürger nur begrenzt erfolgreich ist, wenn es nicht auch eine permanente, sinnhafte Diskussion über Europa Stadtversammlungen, in den Regionalparlamenten gibt. Und die Bürgermeister sind eigentlich die Akteure, die die erste, ich sag mal so, Verteidigungslinie für Europa sind. Wenn die nicht überzeugt sind, dass Europa Sinn macht und wenn die das nicht den Bürgern kommunizieren, dann ist es unendlich schwerer für die EU, diesen Rückhalt zu finden. Und deswegen ist es eben halt auch wichtig, dass diese Ebene viel stärker und systematischer auch eingebunden wird in die Entscheidungen. Und da komme ich zurück auf dem, was ich am Anfang gesagt habe, dafür stehen wir auch als Ausschuss der Region, dieses zu tun. Und wir versuchen eben, den Blickwinkel der Institutionen zu weiten und zu sagen, Europa ist, was wir alle zusammen daraus machen und es fängt vor Ort an. Und wenn wir mehr Bürgernähe erreichen wollen, dann lässt sich die nur über die aktive Einbindung der Bürgermeister erreichen. Vielleicht noch einen Satz am Ende zur Eigenwerbung. Wir machen relativ viel zum Thema Communication. Wie erzähle ich es meinem Bürger? Wie diskutiere ich? Wir machen jedes Jahr im November einen großen Kongress, Europe.com, wo Kommunikationsexperten zusammenkommen, die sich eben mit Europa beschäftigen. Und wie gesagt, die Teilnahme an diesem Kongress ist frei und wird auch sehr stark genutzt für neue Methoden, wie man Kampagnen aufsetzen kann. Natürlich wird der Kongress dieses Jahr auch im Zeichen der Europawahlen stehen. Und wer von euch Interesse hat, ist natürlich sehr herzlich eingeladen. Das kann man googeln und dann sich auch entsprechend einsetzen. Ja, und damit möchte ich eigentlich schließen. Hier noch ein paar Quellen, die man dafür nutzen kann. Und ja, damit dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit, für deine Aufmerksamkeit und stehe natürlich jetzt für weitere Fragen zur Verfügung. Ja, super. Vielen Dank erstmal für diese spannenden Einblicke. Echt interessant, das alles mal so aus erster Hand zu hören. Genau, und jetzt hatten wir ja schon noch ein paar Fragen von unseren Mitgliedern bekommen, die würde ich jetzt einfach mal stellen. Und zwar, was ist deiner Meinung nach zur Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl trotz des Brexits zu sagen? Also die Teilnahme ist sicherlich für viele ein Betriebsunfall, weil die Regierung eigentlich vorher schon den Austritt vollzogen haben wollte. Die Beteiligung an der Europawahl ist deswegen notwendig, weil wir natürlich eine Rechtsgemeinschaft sind und solange niemand austritt, hat er eben alle Rechte und Pflichten und muss diese wahrnehmen. Aber wir sehen natürlich auch jetzt an den
Wahlumfragen in Großbritannien, dass es eine ganz komische Wahl ist, wo diese neue Partei von Herrn also von den Europakritikern erhebliche Zugewinne haben und die großen Parteien der Tories und auch der Labour-Partei praktisch abgestraft werden. Das Land ist komplett gespalten, das muss man so sehen. Und bis jetzt hat es auch keine Bewegung gegeben, die das aufbrechen konnte. Man muss sich vergegenwärtigen, dass es eine Online-Petition um ein zweites Referendum zu haben, innerhalb von wenigen Wochen mehr als 6 Millionen Unterschriften gesammelt hat, zeigt aus, wie hoch mobilisiert das ganze Land ist. Es ist aber auch hochgradig frustriert und man kann davon ausgehen, dass die europakritischen Parteien die Wahl gewinnen wird und die europafreundlichen zwar auch einen Zuwächse haben werden, aber dadurch die Situation nicht einfacher wird. Und insofern ist diese Teilnahme sicherlich in der Form, wie sie jetzt ist, eine ganz komische Wahl und wird wahrscheinlich zu ganz komischen Resultaten führen. Man kann jetzt sagen, die Briten sollen in der EU bleiben. Das ist ganz klar auch meine Präferenz. Aber so wie jetzt das Verfahren läuft, ist es natürlich völlig unabsehbar, wie das weitere Verfahren ist. Und die Gefahr, dass es zu einem ungeregelten Austritt kommt, die ist natürlich nicht gebannt. Ja. Was hältst du von der geplanten Einführung der Sperrklausel für kleinere Parteien in der EU? Ich würde die Frage mal kurz umdrehen. Wir hatten ja eine Sperrklausel für die Europawahlen. Die ist ja vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden mit der Begründung, dass die Wahlen zum Europäischen Parlament nicht vergleichbar sind mit Wahlen zum Bundestag, weil eben das Prinzip One Man, One Vote oder One Woman, One Vote nicht eingehalten worden ist. Das hat dazu geführt, dass ja Kleinstparteien im Europaparlament sitzen, von Komikern bis zu extremen Parteien. Ich finde, erstmal Demokratie hat durchaus, also ich bin durch und durch Demokrat und jede Wahl ist wichtig. Und jede Stimme ist wichtig, aber gleichzeitig muss man natürlich auch die Funktionsfähigkeit der Institutionen im Blick halten. Und diese Zersplitterung in ganz viele Parteien hilft natürlich dem Europaparlament nicht, seine Position wirklich auch klar zu definieren. Man kann sich darüber streiten, ob es 3% oder 5% sein müssen. Ich persönlich würde sagen, eine 3%-Klausel sollte es geben, damit eben zumindest ein Grundmandat da ist und wir eben nicht ganz diffuse Vertreter haben, die dann auch eigentlich gar kein Interesse an einer Europa-Arbeit haben. Ich sag mal, gerade in einem Wettbewerb, in dem das Europaparlament ja mit Rat und Kommission steht, muss es natürlich auch arbeitsfähig sein und dazu halte ich eben eine Sperrklausel durchaus für sinnvoll. Mhm. Wie beeinflusst die Europapolitik bzw. die Europakritik, die ja vor allem medial gerade sehr präsent ist, deinen Arbeitsalltag? Sie spornt an, aber es ist natürlich auch so, dass sehr oft Frustration herrscht, weil vieles, was als Kritikpunkt an die EU gerichtet ist, gar nicht von der EU kommt oder von ihr verantwortet ist, werden kann. Wir haben viele Dinge, wo gesagt wird, ja, hat wieder Brüssel irgendwas entschieden und das kommt über uns als irgendwie von außen herangetragen. Aber in der Regel ist es so, dass die Dinge ja von der Kommission vorgeschlagen werden, vom Rat und Parlament dann verabschiedet werden. Das heißt, da haben auch die Länder, die Region, die Mitgliedstaaten Sitz und Stimme. Und das wird oft vergessen. Also diese die EU ist ein sehr transparenter
Das glauben viele nicht, aber es ist so im Beschlussfassungsverfahren sehr transparente Institution. Man kann alles nachlesen und so weiter. Es dauert halt öfter ziemlich lange. Und dann ist es so, dass manchmal in der politischen Diskussion das, was man mal beschlossen hat, vergessen wurde. Und wenn es dann zum Problem wird, dann fragt man sich, wer hat denn das dann irgendwann beschlossen? Für die Arbeit vor Ort hier muss ich sagen, wir sind persönlich sehr davon überzeugt, dass Europa sich nur wirklich weiterentwickeln kann, wenn es eben die Unterschiedlichkeit in den Regionen auf der einen Seite akzeptiert und sie auch berücksichtigt, aber gleichzeitig eben auch gemeinsame Ziele, gemeinsame Visionen entwickelt, wo wir alle als Kontinent hinwollen, auf der Basis von Wettbewerbsfähigkeit, auf der Basis von Solidarität, aber auch auf der Basis eines Ideenwettbewerbs. Und es ist natürlich auch ein faszinierender Organismus, der uns 70 Jahre Frieden gegeben hat, in dem ganz unterschiedliche Kulturen zusammenarbeiten. Und was uns natürlich sehr erfreut, ist das Engagement vieler Jugendlicher, nicht nur in Großbritannien, sondern in vielen Ländern, die sich eben auch jetzt, die eben ganz klar sagen, also auch bei der Klimapolitik oder bei Sicherheit, das kann man nur europäisch regeln. Und natürlich auch immer deutlicher wird, dass Europa im internationalen Maßstab nur eine Chance hat, wenn es einig ist. Und insofern auch viele Jugendliche erkannt haben, jede Generation muss sich ihr eigenes Europa bilden, muss sich engagieren. Und es ist auch wichtig, dass Europa nicht einfach geschenkt ist. Man muss es auch wirklich sich darum bemühen, weil eben Populisten immer sehr schnell mit einfachen Antworten kommen, was man nicht machen kann oder nicht machen sollte, aber meistens keine positive Vision hat, was man machen will. Und diese positive Vision ist natürlich wichtig, dass auch Jugendliche, Studenten, Leute wie du, wie eure Studenten sich dann auch entsprechend engagieren. Und dass man Europa verändern kann, das kann ich mit Fug und Recht sagen. Wenn man lang genug drückt, so ist das in der Physik, dann kann man auch Bäume und Berge versetzen. Man muss nur eben lange drücken können. Und in Brüssel heißt das, man muss eben viele überzeugen, man muss Koalitionen bilden, man muss auch sich Europa anschauen, man muss auch wissen, wie die Situation in verschiedenen Ländern ist. Und dann ist das ein ganz spannender Prozess. Ja. Als abschließende Frage noch, was gefällt dir an deinem Job und was stört dich? Ich meine, du hast es gerade vielleicht schon so ein bisschen angeschnitten, genau, aber vielleicht noch was, vielleicht, ja, als ja, also, was gefällt dir, was stört dich? Also, es mag vielleicht irgendwie komisch klingen, aber mir gefällt, dass wir kein Geld haben, dass wir keine Macht haben, dass wir also nicht praktisch alles mitentscheiden müssen. Aber mir gefällt es deswegen, weil wir über alles reden können. Wir können uns einbringen, wir können auch die Belange der lokalen, der regionalen Ebene darstellen. Wir können dieses mit unseren Mitgliedern auch überall in Europa tun. Das ist unheimlich wichtig, weil es sehr oft so ist, dass die Kollegen, die in der Kommission sitzen oder auch im Parlament, immer auf der Suche sind, gute Ideen, neue Ideen, Innovationen zu fördern. Und wenn wir eben durch die Macht unserer Argumente agieren können und dann eben auch frei sind, die an alle drei Institutionen heranzutragen, dann haben wir eben halt auch die Möglichkeit, damit, ich sag mal, die Agenda zu setzen, zu überzeugen und eben nicht jetzt nur praktisch in Schützengraben zu legen, wer kämpft für welches Thema, wer muss jetzt darauf achten, dass der andere Mitgliedstaat nicht zu viel bekommt, sondern wir können wirklich auch eine europäische Blickwinkel der lokalen und regionalen Situationen entwickeln. Das macht unheimlich Spaß.
Was nicht so erfreulich ist, wenn das sehr ideologisch gesehen wird, wenn diese Ebenen eben nicht wahrgenommen werden, wenn man eben halt sagt, naja, Europa besteht nur aus Mitgliedstaaten und aus den Institutionen in Brüssel. Wenn eben halt Dinge sehr vereinfacht werden, wenn also nur nationale Durchschnitte gebildet werden, Statistiken vorgestellt werden, wo man sagt, so und so ist das in Griechenland, in Deutschland und in Frankreich. Und wir alle wissen, dass es zwischen Südfrankreich und Nordfrankreich, Athen und den griechischen Inseln große Unterschiede gibt. Und diese Vereinfachung, die nervt dann schon. Ja. Aber das ist eben auch Ansporn, wieder umgekehrt, diese Realität dann in die Diskussion zu bringen. Ja, super. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick jetzt nochmal. Ich denke mal, auch gerade kurz vor der Europawahl war das jetzt nochmal super interessant. Ich bedanke mich jetzt nochmal bei dir. Ich sende Grüße an alle anderen Geschäftsstellen von MTP und vor allem jetzt auch zu dir nach Brüssel und wünsche einen schönen Abend. Ja.